Ja, und jetzt ist sie bei uns zu Gast, die ehemalige Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallert. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Am Faschingsdienstag, jetzt sind wir demaskiert. Vorher haben wir gerade die Masken noch vorschriftsgemäß getragen. Wobei der Tag für die Politik heute nicht so lustig ist, wenn man ins Parlament schaut. Misstrauensantrag, die Koalition, da gibt es Reibereien. Ich möchte Sie aber in Ihrer Funktion als ehemalige Gesundheitsministerin fragen, die Situation mit dem Coronavirus. Jetzt gibt es immer mehr Unternehmen, die werden innovativ heute eine Teststraße für Friseure, die machen ihre eigene Teststraße. Nimmt man da der Politik ein bisschen die Arbeit weg? Na wunderbar. Es gibt gar nichts Schöneres, als wenn Eigeninitiative dazu führt, dass die Kundinnen und Kunden zufrieden sind und nicht so weit weggehen. Ich finde es auch großartig, dass schon 800 Apotheken diese Tests durchführen. Die Apotheke ist nah, ist vor allem sehr nah am Bürger und der Bürgerin, im Umfeld dort, wo man wohnt. Und wenn man sich rechtzeitig anmeldet, kann man auch gut einen Termin bekommen. Jetzt hat Professor Wenisch gesagt vom AKH, das ist jener, der wahrscheinlich die meisten Covid-Patienten in Österreich, nicht im AKH, im Kaiser-Franz-Josef-Spital, betreut hat, beziehungsweise auch das Leben gerettet hat. Wir müssen uns an dieses Virus gewöhnen. Wir werden damit leben lernen müssen. Kann es da auch sein, dass solche kleinen Teststraßen einfach zum täglichen Bild dazugehören oder dass so Geschäfte eröffnet werden, so wie Trafik, wo man schnell reingeht, testen? Also unser aller Leben hat sich in den letzten 12 Monaten grundsätzlich geändert. Wir haben uns an vieles gewöhnen müssen und ich fürchte, die frühere Normalität wird nicht mehr zurückkommen. Wir werden nicht mehr so sorglos sein können und wir wissen jetzt, was ein winziges Virus anrichten kann und dass es letztendlich die ganze Welt zum Stillstand bringen kann oder fast zum Stillstand bringen kann. So gesehen finde ich sehr großartig, dass in der Zwischenzeit nicht nur einer, sondern mehrere Impfstoffe gefunden wurden. Und wir werden uns schützen müssen. Das Virus wird mutieren, es tut es ja schon und wird auch damit nicht aufhören. Das heißt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, mit Viren oder anderen Bedrohungen zu leben. Und da wird es eben auch solcher Initiativen bedürfen, beziehungsweise es wird halt dann normal werden, sich zu testen, wenn es notwendig ist. Niemand findet das lustig und niemand macht es gerne. Aber wenn es uns ein Stück Freiheit gibt oder ein Stück Sicherheit gibt, wenn wir zum Beispiel Angehörige besuchen oder einander treffen wollen, dann finde ich das sehr gut. Man hat ja fast schon das Gefühl, dass diese Tests dafür sorgen, dass wir dann immer wieder aufsperren können und dass die Tests auch dann indirekt Arbeitsplätze retten, weil wir dann natürlich wissen, dass wir uns frei bewegen können. Jetzt gibt es ja schon Innovationen. In China wird schon geforscht, habe ich mal gelesen, an einem Rachenscanning, ob man dann schon, da ist ja innovativ sehr viel passiert, auch bei der Impfstoffentwicklung und auch bei den Tests. Glauben Sie, nochmal die Frage, dass es so ein Geschäft gibt, auch wo man dann reingeht und sich testen lässt? Oder so? Könnte schon sein. Es wird, es entwickelt sich ja permanent etwas mit jeder Mode, die entsteht, mit jeder Initiative, die modern wird, seien es jetzt Tänze für die Jugend und so, wird es auch solche Entwicklungen vielleicht geben, die den Menschen das Leben erleichtern. Und darum geht es ja letztendlich, wieder zu einer Form von Normalität zurückzufinden und wieder die Möglichkeit zu haben, miteinander zu kommunizieren, und zwar nicht nur online, sondern auch analog und in der persönlichen Begegnung. Denn so froh ich bin, dass es die digitale Entwicklung gibt und dass sie uns in den letzten 12 Monaten vieles ermöglicht hat, was sonst nicht möglich gewesen wäre, sie wird nie die persönliche Begegnung ersetzen können und das ist gut so. Mhm. Jetzt hat es von der Opposition auch sehr viel Kritik gegeben über den Sommer hinweg, dass man nicht teilweise Intensivbetten aufgestockt hat. Ich kann mich erinnern, der Rechnung sofort immer kritisiert, dass wir zu viele Spitalsbetten haben. Wahrscheinlich Sie auch als Gesundheitsministerin das öfteren kritisiert. Kann mich gut daran erinnern. Gott sei Dank haben wir dieses System, muss man jetzt im Nachhinein sagen. Aber hätte man das ausbauen müssen, neue Intensivmediziner ausbilden, geht das so kurzfristig überhaupt? Wäre das ein gangbarer Weg, um ein bisschen die Spitäler zu entlasten? Es hätte uns nicht Todesfälle erspart, denn wir wissen, dass die meisten Menschen, die durch oder an Corona gestorben sind, fast immer auf den Intensivstationen verstorben sind oder halt in den Pflegeheimen, wenn sie schon sehr alt waren und vielleicht gar nicht mehr ins Spital gekommen sind. Wir wollen ja damit Erkrankungen
vermeiden und wir wollen möglichst vermeiden, dass Menschen in Intensivstationen kommen. Ich glaube, dass Österreich in diesen 12 Monaten bewiesen hat, dass das Gesundheitssystem sehr gut aufgestellt war im Vergleich zu anderen. Es ist nur ganz selten an die Grenze der Belastbarkeit gekommen und da hat dann die Politik halt die Zügel straffer ziehen müssen, damit das nicht passiert, damit auch all jene, die nicht Corona haben, aber ein Intensivbett brauchen, das auch haben. Ich denke, dass es nicht vernünftig wäre, jetzt immens aufzustocken, aber es wäre auch nicht vernünftig abzubauen. Also ich glaube, dass wir das ganz gut hinbekommen haben. Trotzdem, jeder Todesfall, der durch und an Corona, der durch Corona entstanden ist, ist einer zu viel. Und wir haben ja, das wissen wir in der Zwischenzeit, eine Übersterblichkeit im vergangenen Jahr gehabt. Und wir hoffen sehr, dass mit der Impfung und mit all den Maßnahmen, die wir setzen, das in diesem Jahr nicht mehr der Fall ist. Abschließende Frage. Wir haben die Mutation in Tirol, die Südafrika-Variante, die halt problematisch ist als die anderen. Hätte da der Gesundheitsminister aus Ihrer Sicht wirklich härter durchgreifen müssen, wie manche es fordern und nicht so lange zuwarten und auf den Landeshauptmann Platter, der da offensichtlich interveniert hat? Naja, ich glaube, dass es nicht das war. Natürlich wäre ein sofortiger Stopp ideal gewesen, nur das geht nicht so leicht, wie wir sehr gut sehen an den bayerischen Maßnahmen, wo die Leute zu Recht sagen, man hätte ja vielleicht etwas früher definieren können, wer die kritische Infrastruktur ist und wer über die Grenze darf und wer nicht. Das hat dann noch 2 Tage gedauert. Also es bedarf schon auch einer seriösen Vorbereitung und das geht halt nicht innerhalb von 3 Stunden. Und das muss ja auch gesetzlich gedeckt sein. Wir haben ja erlebt im Frühjahr, dass manche Lockdowns dann vom Verfassungsgerichtshof im Nachhinein aufgehoben wurden, Ausgangsbeschränkungen als verfassungswidrig angesehen wurden. Es ist ganz schwer, ein Land abzuriegeln. Und ich finde es eigentlich großartig, was jetzt gelungen ist, innerhalb eines Landes. Es ist ja auch bei den Landesgrenzen so, dass jetzt kontrolliert wird bei der Ausreise. Und dass Bayern nicht sehr freundlich gegenüber Tirol und Österreich ist, das haben die beiden Landeshauptleute bzw. der Ministerpräsident von Bayern ja in den letzten Tagen deutlich vor uns allen deutlich vor Augen geführt. Also wir gehen davon aus, dass Markus Söder demnächst nicht Urlaub in Tirol machen wird. Gehe auch davon aus. Ich sage vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Es war immer wieder spannend, mit Ihnen zu plaudern, Ihre Einschätzung zu hören. Danke sehr. Danke.